So. Mit Hack gegen zwei betaschenlampte 5 Milliarden Stunden Survivor. Let's go. Was war das gerade? Holy shit. Das war eine doofe Falle. Ich würde sie gern woanders haben. Da sind sie. Moin. Nee, ich will dich. Ich hab Franklins. Perfekt, Digga. Sie wissen nicht über mein Setup Bescheid. Okay, Generator Nummer 1 ist gemacht. Das ist aber okay. Shit. Warte mal, ich habe hier eine Falle, ne? Egal. Oh ja, shit. Okay. Ah, wir reden nicht drüber. Wir reden einfach nicht mehr drüber. Haben sie sich mit den falschen DVD-Spieler angelegt? Hm. Mein Hack ist nicht so gut. Shit. Okay, sie ist wieder auf. Pff, Taschenlampe liegt da noch. Habe ich hier drinnen eine... Wait. Ich habe kein Setup mehr, das ist kacke. Okay, einer hat seine Flashlight verloren. Moment, 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 Moment. Ich möchte da eigentlich eine Falle drauf anlegen. Mal gucken, wie die hier damit klarkommen. Ich muss erstmal wieder setupen. Noch jemand. I'm sexy and I know it. Das war zu nah. Shit. Okay, so richtig klar kommen sie aber nicht. Drei Leute hier. Vier Leute hier. Nächste Taschenlampe. What the fuck? Ich weiß nicht, was das gerade war. Die heilen. Nein, du bringst mich nicht weg. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ich brauche ein Setup. Okay, sie steht auf. Die eine näher von beiden hat 6000 Stunden, by the way. Das ist die Power von Hack. Ich meine, die spielen das auch nicht wirklich smart. Aber... Du siehst es halt nicht. Du siehst nicht... Du siehst dir die Stunden nicht an. Das ist halt das Ding. Oh mein Gott, was war das? Ich lass ihn nicht heilen. Lass sie nicht heilen. Komm, go for it, Baby. Ja, geh da durch.
Okay, 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 okay. Ich könnte es jetzt beenden. Drei down. Schwer zu comebacken, ne? Hack ist, Sev ist viel zu OP? Nein, das ist Hack. Das ist einfach Hack. Der Absolute. Was wollen sie machen? Wenn die in mein Setup rennen? Ja, die haben keine Chance. Das war's. Was willst du machen? Was willst du machen? Die wissen einfach nicht von diesem taktischen Genie, den Steuerungsbutton zu drücken. Diese überlegene Gehirnleistung, die dazu führt, dass ich mit meinem Finger auf den Boden drücke, auf mein Keyboard, um den Steuerungsbutton zu betätigen. Das wissen die einfach nicht. Damit rechnen die auch nicht. Welch überragendes Genie dafür verantwortlich ist. I'm sorry, Leute. Aber ihr habt eine Map-Opfergabe, ihr habt zwei Taschenlampen. Ihr habt Toxic im Namen und einen Spieler dabei, der 6000 Stunden hat. Ich spiele nicht gnadenvoll. Tut mir leid. Krieg ich die noch weg hier? Wird knapp. Oh, wird knapp. Na, vielleicht kommt die noch. Oh! Schon zweimal heute solche Aktionen gebracht hier. Du hängst noch nicht. Ach, die lagen alle den ganzen Tag auf dem Boden rum. Das ist alright. Komm, let's do it. RIP. Einer hätte im Moment Setup auslösen sollen, während ich beschäftigt bin. Und die anderen hätten Generatoren machen können und dann hätten sie mich besiegt. Sehr, sehr easy sogar. Das ist das Counterplay. Du gehst nicht mit dem ganzen Team in Richtung dem Hack-Setup, wo die alle ihre Fallen hat und jemanden am Haken. Das machst du einfach nicht. Weil dann passiert sowas. Das ist halt das Ding. Und ihr merkt, dass diese Fähigkeit dazu führt, dass dieser eine Spieler nicht die Chance hatte, nach 6000 Stunden Spielzeit auszusehen. So. Hack ist der einzige Killer, der macht, dass du, wenn du sie gut spielst und die Survivor Fehler machen, ist halt klar, ne? Hack ist nicht OP, die hat auch Konter und zwar genug, aber Hack ist die einzige, die Survivor aussehen lassen kann, als wären sie schlecht, auch wenn sie eigentlich sehr gut sind. Bei einer Nurse, selbst wenn du die beste Nurse spielst, siehst du es dem Survivor an, dass er Erfahrung hat und sehr gut ist. Oder als Spirit oder so. Bei Hack... Lascht einfach rein, kriegst einen Teleport und wenn du dann keinen Deadheart ready hast, fliegst du halt auf den Boden. Da machst du nichts. Da kannst du auch 12.000 Stunden haben. Das ist halt das Ding. Wahrscheinlich am Stundenfarmen gewesen? Nee, ich glaube, die waren gut. Ich glaube, wenn ich einen anderen Killer gespielt hätte und die das anders angegangen wären, das Problem ist, sehr wenig Leute spielen Hack. Selbst erfahrene Leute haben sehr wenig gegen Hack gespielt, vergleichsweise. Und wenn du dann noch Leute dabei hast, die nicht so erfahren sind im Team, was immer irgendwie der Fall ist, oder alle meistens, dann wissen die auch den Counterplay nicht, damit umzugehen. Wir hatten schon öfters aber Teams im Stream, wo ich Hack gespielt habe, wo die eine immer meine Fallen ausgelöst hat, wenn ich Paletten gebrochen habe, wenn ich jemanden aufgehoben habe. Die hat mein komplettes Setup immer wieder zerstört. Das ist, so musst du es machen, weil ich kann mit der Hack nicht chasen. Ich muss ein Gebiet verteidigen oder einen Haken oder einen Gen oder irgendwie sowas. Weil ich kann chasen, aber das ist halt übelst uneffizient, weil sie halt langsam ist und nichts hat, was Survivor instant downed, so, außer halt Haunted Ground oder keine Ahnung, nimmst halt irgendwelche Perks mit, aber das ist halt nicht, worauf du dich verlassen kannst, was. So, yeah. Und auch ein Spieler, der das Spiel 4 Jahre spielt und 8000 Stunden hat oder so, der macht halt auch Fehler, so. Oder gibt halt keinen Scheiß. Ist ja auch egal. Es ist halt auch langweilig, Maustaste 1 am Gen zu drücken, weißt du wie? Lieber guckst du, dass du viel Interaktion kriegst mit dem Killer. Aber es gibt halt wenig Killer, die wie die Hack, die das halt so krass bestrafen.